Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Ninja Simulator. Und zwar haben wir hier unsere Ninja-Krieger. Wir sind aber noch ein Anfänger, ein Noobi-Noob sozusagen. Jetzt können wir drücken und dann breaken wir. Und wenn wir die 10 erreicht haben, zerstören wir die Holzplatte. Boom! Ne? Zack, 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 zack. Hier rechts seht ihr immer die HP, die abgezogen werden. Bam, 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 bam. Ne? Hier oben seht ihr, ich denke, meine Energie. Ne? Ich kriege 1 Energie die Sekunde dazu. Und wenn ich aber natürlich sehr schnell drücke, dann verbrauche ich ja mehr als 1 Energie die Sekunde natürlich. Und deswegen nimmt das hier ab. Ich denke, das ist mein XP-Balken, der Lilane. Das heißt, wenn der aufgestiegen ist, kriegen wir ein Level ab. Dann werden wir muskulöser, hoffe ich jedenfalls. Wir können Power mal 5 kaufen. Wir haben nämlich aus einer Werbung 10 Gemaronis bekommen. Das heißt, ich hole mal Power mal 5 für 30 Sekunden. Oh, ich double-hitte die jetzt, Alter. Und damit verbrauche ich auch fast keine Energie mehr. Ich weiß nicht, ob das klug war. Ich habe 15 kaputt gemacht. Ist diese Zahl wichtig? Was wichtig wäre jetzt, dass ihr eine positive Bewertung abgibt. Was bedeutet diese 5? Ach, 5 ist meine Power. Weil ich habe 1 mit mal 5 Multiplier, 5. Okay, na, die müssen wir jetzt natürlich durchziehen. Ich glaube, das war ein bisschen Verschwendung gerade. Weil mal 2 Power hätte da auf jeden Fall auch gereicht. Wir ziehen jetzt hier aber noch die 3 Sekunden durch. Leveltechnisch immer, wir haben 3500 verdient. Hier gibt es Quest. Ne? Chopstick Breaking King. Power Level 10. 10 HP. Bla 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 bla. Haben wir alles nicht geschafft. Ne? Hier können wir auf jeden Fall den Breaking King herausfordern. Aber so weit sind wir noch nicht. Ne? Was können wir hier machen? Hier können wir, hier ist mein Power Rating. Das sind quasi einfach nur meine Werte, die ich habe. Hier kann ich, das ist wichtig, hier kann ich die Power meiner Hand upgraden. Machen wir mal. Ja, jetzt machen wir 2 Damage, das ist schon mal gut. Ach, das ist die HP, nicht die Energie, sondern die HP. Das ist die Rate, wie schnell es sich erholt. Nehmen wir 2 die Sekunde, absolut geil. Crit, Crit Power, Destroy Delay. Okay, Skill Modus. Okay, aber 100 Gems haben wir ja nicht. Dann mache ich erstmal noch, gehen wir nochmal in die Power rein, oder? Jetzt haben wir 3. Schön, jetzt können wir mit 4 Hits das hitten, ne? Jetzt kriegen wir ganz gut XP. Was ist das hier? Ah, warte, 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 okay. 36. Wir kriegen 100 Belohnungen. Sie macht 1 Schaden. Wir haben 36 davon. Ah, und wenn wir 100 kaputt gemacht haben, kann ich hier einen hinzufügen. Okay, und den nächsten schalten wir erst frei, wenn wir den Breaking King besiegt haben. Das heißt, wenn wir 100 davon haben, kann ich einen hinzufügen. Dann haben wir 2 S-Stäbchen, weil ich durchschlage hier gerade S-Stäbchen. Ich dachte, es ist ein Brett, aber es sind S-Stäbchen. Dann haben wir 2. Mal sehen, wie viel jetzt das Level abbringt. Nein, das ist kein Level Up. Das ist ein, wie soll ich sagen, so eine Art Rage-Modus. Es gibt anscheinend kein Level Up, es ist ein Rage. Free Gems, nehmen wir wieder mit. Ja, zack. 15, okay, das ist schon mal gut. Ihr wisst ihr was? Dann gucke ich mir einfach das hier mal. Oh, das ist ja so chillig, Leute. Ich chill mir jetzt hier komplett ein ab, während er hier drauf prügelt. So, jetzt machen wir hier. Was wollen wir uns kaufen? Power Level macht safe Sinn. Da brauchen wir nämlich jetzt nur noch 3 Hits. Wenn ich aber nochmal Power Level, sind wir bei 2 Hits. Auch sehr geil. Dann, dass sich die schneller regenerieren, auch wichtig. Ne? Und dann können wir fast schon in die Crits reingehen, ne? Das ist auch geil, ne? Da kannst du schneller hintereinander schlagen. 10 Gems, aber haben wir nicht. Ne, okay. Wir warten jetzt erstmal hier. Warte, ich kann was upgraden. Aber wir können hier auch noch was machen. Was ist denn das? Okay, Crosswalk. Das sind auf jeden Fall anscheinend Maps. Ah, das sind Hintergründe, weil ich habe jetzt den Hintergrund. Ah, es gibt Schätze. Hier kriege ich einen HP Generation von 10% Bonus. Das ist viel. Plus, dass der Schatz erscheint, sind 2% für 100 Gems. Ah, wir haben 100 geschafft. Guckt. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen und einen hinzufügen. Jetzt haben wir 2. Und jetzt muss ich das 200 mal hitten. Dann haben wir da einen weiteren. Ey, du kannst hier Universums, du kannst göttliche Sachen zerschlagen. Weiß ich nicht. So, wir machen 7 Damage. Das heißt, wenn wir jetzt in den Double gehen, brauche ich statt 2 Hits nur noch 2. Das ist ja komplett sinnlos. Ich brauche aber 3, oder? Ey, das war ein Crit, habt ihr gerade gesehen? Ah, ich bin im Rage-Modus. Geil. Aber jetzt wird meine Energie weniger, seht ihr? Müssen wir hier das noch ein bisschen upgraden. Ja, nehmen wir. So. Wir können mal alles nehmen, weil wir sehen keine Werbung. Nehmen wir jede Belohnung natürlich mit. Jetzt ist Energie wieder gesaved, ne? Top. Ich glaube, ich nehme mal mehr Gesamt-HP. Weil ich glaube, das ist wichtig für den Bosskampf, den wir dann hier gleich haben. Ne? Ey, wir haben eine Quest geschafft und zwar 200. Ey, nice, wartet mal, da kann ich ja noch eine hinzufügen.
Zack, jetzt haben wir drei. Sehen wir jetzt? Ich, das ist ein Schatz. Ein Schatz, 160. Jawohl. Das sind also diese Schätze. Ich verstehe. Okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Okay, wir können einen weiteren hinzufügen. Bei 300, ja, mehr gefühlt eigentlich gleich. Und, okay, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt mal langsam gegen den Boss, oder? Was sagt ihr? Wir gehen auf 10 Damage, da kriegen wir noch einen Erfolg, nämlich. Zack, Hammer. Zack, und Erfolg, nämlich den hier. Bumm, sehr schön. Jetzt würde ich sagen, gegen den Breaking King mal, oder? Damit wir eine neue Art hier freischalten. Wir sind schon sehr, sehr stark. Wir gehen mal rein, wir haben ja nichts zu verlieren. Let's go. Okay. Break Wooden Chopstick in 30 Sekunden. Wie viele aber? Ach, 10. 10 in 30 Sekunden. Hä, das wären immer mehr. Seht ihr das? Es wird immer einer mehr. Ey, Junge, wie viel sind das jetzt schon? Meine Energie ist weg. Ich bin tot. Also nicht tot, aber... Oh, oh. Okay, ich muss kurz regenerieren. Das letzte jetzt. Aber ich habe auch nur noch 16 Sekunden. Sobald es über 10 ist, müssen wir instant hitten. 40 HP. 50, die Hälfte. Es wird anders knapp. Es wird so knapp. Scheiße. Und... Ja, yeah, wir haben es. Alter, mit 1,1 Sekunden noch. Ich habe 40.000. Junge, hä? Ich bin ja anders stark jetzt. Und wir haben Erfolg. Zack. So. Und hier auch nochmal. Boom. Das müssen wir mal hier in die Erfolge gucken. Wir haben jetzt nämlich hier ein Brett. Für ein Brett kriegen wir 1.000. Ja, genauso viel wie das. Aber es ist halt dafür erste Stufe. Ne? Muss man bedenken. Wie sieht das jetzt? Ah, da reicht meine Energie nicht aus. Warte, kriegen wir... HP machen wir mal hier, 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 hier. So, jetzt haben wir eine schöne Regeneration auf Level 10. Isube. Und hier nochmal, oder? Zack. Dann hier nochmal und nochmal. Klaus, Zeit für Power mal 5. Und go. Ja, jetzt one-hit ich die nämlich. Mache ich Minus? Lass mal gucken. Ich mache ein bisschen Minus, ne? Ich mache ein bisschen Minus. Ich brauche mehr Regeneration. Hier. Jetzt haben wir 13 pro Sekunde. Jetzt mache ich Plus. Ach, weil ich gerade im Rage-Modus war. Aber jetzt müsste es reichen. Jetzt mache ich auf jeden Fall kein Minus, oder? Rutsche ich unter 100? Nee, perfekt. 1A. Sehr schön. Haben wir gut hinbekommen. Wir haben schon 60 Stärke. Was steht hier? Power 12, HP 140. Ah, das sind einfach nur die Werte, die ich halt quasi habe. Okay. Wir haben genug Gems für einen neuen Hintergrund. Ja, wir können halt einen überspringen, oder? Wow. 100. Ah, guck mal, das sind Gems. Land of God. UFOs, können UFOs erscheinen? Weiß ich nicht. Wir gehen direkt auf den hier, oder? Weil da kriegen wir 20% 17. Haut das hin? Warte mal, wie viel Regeneration haben wir hier? 17. Kriegen wir da jetzt gerade ein Plus? Ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber es müsste schon so sein. Stand jetzt zumindest da. So, haben wir jetzt hier... Ich kann halt noch ein Dings kaufen. Ne? Den habe ich geskippt. Brauche ich aber auch nicht. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir können hier noch einen weiteren hinzufügen und noch einen hinzufügen. Und jetzt sind wir bei 1200. Ich denke, wir müssten jetzt hier langsam wieder auf das Holzbrett gehen. Ne? Ich belze einen Goldbarren. Ich muss Butterflyen. Das... ja, mal drei. Du hast gerade sehr gestört. Oh nein, jetzt bin ich so komplett broke. Warte. Schnell. Restore HP brauchen wir ganz viel. So, jetzt. Ah, der Goldbarren ist schon weg, ne? Mann, ey. Junge, hör doch auf, ey, Mann. Wir waren da so geil mit dem Goldbarren. Wir haben da so viel Kohle verdient gerade. Ja, wir brauchen mehr Power. Dann brauchen wir weniger Schläge. Dann brauchen wir weniger Energie pro Schlag. Das ist ja eine klare Nummer. So. Was ist das hier? Hold down screen. You can use the Skill Power Modus. Okay. Hammer. Und das sind diesen Destroy Delay. Was ist der Skill Modus? Ah. Okay. Jetzt habe ich diesen Skill-Modus anscheinend freigeschaltet. Guckt. Jetzt kann ich 100... Ich mache 160? Das ist ja komplett krank. Wir gehen auf das Holzbrett. 160, die mache ich ja mit einem Hit. Verdammt. Hey, ich hatte gerade 160. Ah, man muss wirklich perfekt grün hitten. Da macht man damit nur viel Schaden. Macht sonst ist mau. Der Goldbarren ist ready. Ich habe mir einen ganz genauen Plan überlegt, Leute. Passt auf. Wir füllen den Balken, holen uns fünffache Power und rasieren mit dem Goldbarren komplett uns in die Million rein. Jetzt pass auf, so, und go. Und das. Yeah! Ach, ich kann nur einen kaputt machen. Dann war's das. Achso. Das hat sich ja trotzdem sehr gelohnt, ne? So wie ich jetzt nicht sagen, halbe Million. Ich dachte, da kommt dann danach noch ein Goldbarren, den ich so... Okay, aber ist trotzdem gut.
Was mache ich? 100 Schaden? Achso, wenn ich 5-fach Damage habe. Wir brauchen auf jeden Fall, ich weiß nicht, mehr. Mehr Regeneration ist, denke ich, immer gut, oder? Das macht, denke ich, ist nicht so dumm. Mehr Schaden, weiß ich nicht, ob ein Schaden jetzt so viel ausmacht. Kriegen wir einen Schaden halt mehr, ne? Aber wir haben sehr viel Geld. Wir müssten aber so gesehen auf 33, damit ich einen Schlag weniger brauche. Das ist viel. Schaffen wir das? 30? Anders? 200? 33! Jawohl, wichtig! Nee, warte, jetzt. Jetzt 33. Wichtig. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Schläge. Nee, dann bin ich bei 99. Ich muss doch einen machen, ne? So haut es jetzt hin. 1, 2, 3. Ich mache 33 Schaden. Wieso mache ich 33? Reiß ich genug? Doch. Jetzt mache ich 34. Bum, bum, bum. 3. Genau, perfekt. Und jetzt machen wir noch hier ein bisschen mehr HP natürlich. Ein bisschen mehr Regeneration natürlich. Ne? Alles in die Tasche. Wir haben einen Gem freigeschaltet. Hier, das blinkt die ganze Zeit, aber... Ich kann nur das kaufen, was aber keinen Sinn macht. Das werde ich das auch nicht tun. Schatz haben wir hier. Nehmen wir 67.000. Das hat sich gelohnt, ey. Free Gems packen wir auch ein. Wir können eigentlich den... wir können euch hier einen hinzufügen, ne? Der Goldbarren ist ready. Schaffen wir den so? Goldbar ist nicht ready. Der ist doch ready, steht auch da. Jetzt. Schaffen wir, oder? Ja. Zack, 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 zack. Wie? Haben wir den geschafft? Wir haben den, glaube ich, nicht geschafft, oder? Deswegen haben wir auch so wenig Geld. Ja, weil ich wieder mir die Gems sparen wollte, ne? Verdammt, ey. So, was kaufen wir jetzt? Wir kaufen auf jeden Fall mehr Energie, mehr Regeneration, Safe, nochmal mehr Power. Jetzt gehen wir mal in den Boxkampf, würde ich sagen, oder? Let's go. So, wir müssen Stage 2, müssen 10 Stages wieder, ne? Klar. Schaffen wir, easy. 3, easy. 4, easy. Wir sind hier in der Energie noch sehr safe, aber jetzt wird es gleich wahrscheinlich mau. Jetzt wird es schon mau, ne? Merkt ihr. Wir kaufen uns Power 2, dann sollte das eigentlich easy machbar sein. 7 von 10. Energie nimmt langsam ab, nimmt schnell ab. Ich muss eingreifen. Ja, man kann aber trotzdem auch schon sehr schnell zuhauen, ne? Die letzte Stage. Und bam, Alter. Boom. 300.000. So schmeckt mir das, ey. Das haben wir freigeschaltet. Ein Bambusstab. Gibt 2.000. Damage pro Hand. 20. Natürlich mau, ne? Ist natürlich mau. Hier kann man eins hinzufügen. Sogar zwei. Wir haben 4, kriegen wir 12.000 pro Break. Alter, ich bin so ein Berserker. Alter, guckt euch das an. So, wir sind auf den Bambusstab gewechselt. Ey, guck mal, zack. Ja, da muss ich mit einem Fünfer reingehen, damit wir auch ja die maximale Cash-Anzahl kriegen. 1,5 Millionen. Junge, Alter! Bam, 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 bam. Ist ja komplett gestört, ey. So, was kauft man jetzt hier, ey? Meine Güte, wir sind sehr rich, sag ich mal. Wir kaufen hier Restore AP auf 300k hoch. Ja, schön. Das ist wirklich ein sehr schmackhaftes Game. Wartet so, ich will auf jeden Fall in dieses Universum noch rein, Leute. Das ist wichtig. Wir könnten eigentlich jetzt mal den Breaking-Typen, oder? Warte mal, können wir hier eins hinzufügen? Ja, das ist schon, man muss sich das krass hocharbeiten. Mal gucken, hier kriegt man ja viel mehr. Ne? Das ist halt klar, weil wir hier 7 Layer haben. Die Frage ist, was ist die maximale... Oh Gott, hier sind ja 3 Schätzer, Alter, heilige. Was ist die maximale Anzahl an Schätzen? Also, nicht an Schätzen, an Layers, also an Bambusrohren jetzt in dem Fall. Das werden wir mal rauskriegen, glaube ich. So, ich würde sagen, ich erhole jetzt wirklich das hier mal ein bisschen weiter, dass wir hier auch ein bisschen Kritos raushauen, ne? 5% ist schon gut, jeder 20. Hit. Wir gucken mal. 2 Crits hintereinander, habt ihr es gesehen? Back-to-back-Crit. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja, Crit, da war er. Ja, er crittet schon ab und zu, crittet er schon, aber das ist schon gut. Wenn wir jetzt das noch weiter steigern, natürlich häufiger, ne? Klar. Goldbarren. Ich denke, 2 reicht. Soll nicht so viel Gems verwasten. Reicht das? Knapp! Boah, ich muss den mitdrücken, Alter, damit es klappt. Was ist, wenn ich eigentlich mitdrücke? Wartet mal. Oh mein Gott, das ist ja wirklich, das ist schon ehrenlos, Leute. Schatz, gehst du her, die Frikadelle, Alter. Quest geschafft. Ja, solange ich diesen Booster noch habe, Leute, drücke ich noch mit. 2 Millionen haben wir fast verdient. Ist so ein Schmacko. So, Hammer. Wir können auch direkt das hier upgraden. 8.000, ne? Ist aber eigentlich wenig. Aber wird schon, wird schon. So, da machen wir hier weiter Crit, würde ich sagen. Oder gehen wir hier mal wirklich auf die 10%. Dann haben wir jeden 10. Schlag. Das ist schon relativ viel. Safe. Jeder 10. ist top.
Mein Team ist komplett am Ausrasten, Junge. Was ist mit Evil los? Geil! Boah, jetzt tun mir die Finger weh, ne? Von so vielen Drücken. Free Jumps, nehmen wir mit. Ich würde sagen, es ist Zeit für den Bosskampf, oder? Safe, schaffen wir locker. Ich warte, bis das rum ist, nochmal voll ausschöpfen und dann gehen wir rein. Vielleicht das Geld nochmal investieren, oder? Das wäre wahrscheinlich nicht stöf, ne? Machen wir hier. So, perfekt. Und ab in den Battle. In den Battle Room. Ich mach's selbst. Und go. Hammer. 6 von 10, 7 von 10, 8 von 10. Wir warten kurz. Pause. Da tut die Hand weh, aber hat sich ausgegangen. Das ist mit der Hand darf nicht passieren, weil der regeneriert man keine Energie in den Zeitraum. Was natürlich sehr hinderlich ist, ne? Was ist das denn? Teilen Reifen? Ich zerschlag einen Reifen? Da bleibe ich ja lieber bei meinem... Junge, Alter, 28. Das lohnt sich halt safe zu wechseln, ist halt klar. Ah, es geht sich aber fast nicht aus. Brauche einen Double Power Booster. Jetzt müssen wir das gut investieren, Leute, ne? Wir haben komplett die Platten durchgezogen. Wir haben 10, also Reifen. Machen wir den hier noch. Nicht ready? Es ist doch ready, hallo. Schatz. Ready, jetzt. Aha, boah, ohne Booster ist das wirklich gar nicht so einfach zu kriegen. Ne? Aber es geht sich auch sehr schön. Wir challengen. Ja, das ist absolut easy, Leute, ich sag euch das. Zack, 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 zack. Guckt oben den Energiebalken, der geht zwar runter, sind aber auch schon relativ weit. Okay, machen hier jetzt mal auf Nummer sicher. Da. Oh. 9 von 10 und... Ach, man hatte mal die Zeit pro Kategorie. Jetzt raff ich das erstmal. Ist absolut easy. 4 Millionen. Ohne Belohnung haben wir auch. Warte, wo sind wir? Zack, rein da. Und das Ding ist, was haben wir jetzt freigeschaltet? Ein Ziegelstein. Ah ja. Okay. 10.000. 40 Damage. Den haben wir halt schon 2.000 Mal gekloppt, ne? 2.000 Reifen haben wir zerkloppt, Mann. Das ist ja unfassbar. Wie investieren wir denn das jetzt, Leute? Einmal hier, bitte, ist klar. Ansonsten hier den Crit, würde ich sagen. Crits sind schon auch nicht zu verachten. Guck mal, da war ein Crit, habt ihr gerade gesehen. Und, ja, okay, seitdem da... Na, noch ein Crit, ja, 700. Crit ist halt One-Hit, ne? Sobald ich einen Crit habe, One-Hit ich das Ding. Das ist schon praktisch. Meint ihr, wir können das Brick-Material, also den Ziegelstein, direkt skippen mit einem 5er-Boost? Safe, oder? Wir finden das einfach. 5er-Boost? Ja. 4 Stages nur. Absolut durchrasiert. Wir haben das einfach geskippt. Das fühle ich auch. Kann ich das pausieren? Ja, schade. 3 Millionen aber nur bekommen, hat es ja vorhin und hinten nicht gelohnt. Dann gleich mal an den Goldbarren ran. Die Frikadelle, ey. Was haben wir freigeschaltet? Wie heißt denn das? Quarz, ne? Junge, kann ich das breaken? Schaffe ich das? Oh, das tut, da tut schon die Hand weh, wenn ich daran denke, auf so eine schöne Quarzplatte zu schlagen. Hey, mein Gott, mein Dings ist ready. Oh, let's go. Das wird gnadenlos abcashen jetzt. 2,5 Millionen nur? Weiß ich nicht, hatte ein bisschen mehr erwartet. 12 Millionen, okay. Hören wir mal das hier und das hier und das hier und dann... jetzt haben wir alles auf 900, das ist schon gut. Ein bisschen Crit nochmal erhöhen. Ein bisschen Stärke erhöhen. Gehen wir hier nochmal rein. Okay, gut verteilt, aber gut verteilt. Wir gehen direkt in den King hier rein, oder? Abfahrt. Warum nicht? Und los geht's. Sind halt nur 7 Stages, ne? Easy. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall den Boost. Ohne Boost sieht das hier alles sehr mau aus. Oh, knapp. Aua. Aber ey, der hat nur noch 200 HP. Zack. Okay. Wir haben's. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Granit? Weiß ich jetzt nicht. 140.000 ist auch komplett kranke Belohnung, ey. Ah, ich habe gehofft, dass wir im ersten Video direkt ins Weltall kommen. Aber das ist sehr schwer. Ey, wir haben fast 1000 Damage. Wir haben unzählige Dinger zerkloppt. Junge, wir haben so viele Sachen zerkloppt. Hier 4.000, 5, 6, so circa 6.000 Sachen haben wir zerkloppt. Das ist ja unfassbar. Ich hoffe, sehr euch hat es gefallen. Flankt den Like-Button, wenn ihr ein UFO sehen wollt im Weltraum. Ne? Und Land der Götter. Und was man zerschlägt man im Land der Götter, Alter? Weiß ich nicht, Leute. Zeus Dreizack oder so? Flankt den Like und den Abo-Button, dann finden wir es zusammen heraus. Bis morgen, euer Benson. Ciao.